Hallo und willkommen zu einem neuen Preview-Video. Wir werden uns dieses Mal Stardeus anschauen. Ein Survival-Strategiespiel im Stile von RimWorld, Dwarf Fortress, Gnomoria. Und hier wird auch Factorio erwähnt, aber ich denke, das passt jetzt eher nicht so. Aber wenn man halt kein anderes von den Spielen kennt, ist das vielleicht noch der beste Vergleich. Das geht halt mehr um Survival und um das Management von einer Gruppe und von einem Raumschiff in diesem Fall. Wir werden uns also nicht in Berge buddeln, sondern hier ein Raumschiff basteln, wie man das hier auf diesem Hintergrundbild sehen kann. Wir befinden uns hier auf der Webseite vom Entwickler. Und wir werden uns da eine Alpha-Demo anschauen, die man kostenlos auf GOG herunterladen kann. Das hatte es auch auf Steam gegeben, in so einem Steam Next Event vor, ich glaube, ein paar Monaten. Die Demo ist also schon eine Weile verfügbar. Ob jetzt genau in der Version, kann ich nicht sagen. Das Spiel stammt von Kodo Linija. Etwas seltsamer Name, kann auch sein, dass ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Ein Early Access ist für das Spiel am 15.09.2022 geplant, ist also noch eine Weile hin. Wenn man das Spiel verlässt, kann man auch eine Survey ausfüllen und da wird gefragt, ob man denn vorhat, das Spiel zu spielen und wann man das spielen will. Und da wird bei Release angegeben, dass der wohl in 5 Jahren oder so kommen soll. Also, da würde ich jetzt nicht so lange die Luft anhalten wollen. Es ist also schon so ein Spiel, ähnlich wie RimWorld oder Factorio, was eigentlich dann ewig im Early Access bleiben wird. Also da sollte man sich dann drauf einstellen. Aber um so einen Grund mehr, da jetzt mal einen Blick reinzuwerfen, um eine gute Übersicht zu bekommen, um das jetzt mal entweder auf das Radar zu setzen oder eben auch nicht. Wie gesagt, kann man kostenlos von GOG runterladen, auf Steam gibt es das nicht mehr. Wir befinden uns hier auf der Webseite vom Entwickler, die auch eine Feature-Übersicht bietet. Und da werden wir jetzt mal ganz kurz noch drüber gucken, bevor wir in die Demo einsteigen. Viele von den Sachen hier, da kann man Ansätze von in der Demo sehen, aber bei der Demo ist es so, dass die zum einen zeitlich limitiert ist und zum anderen aber auch limitiert ist in dem Sinne, dass es bestimmte Kriterien gibt, wann die Demo automatisch zu Ende ist. Und wir werden versuchen, die Demo damit zu beenden, dass wir auf einem Planeten landen. Also in dem Moment, wo wir dann losfliegen, ist es quasi, oder wo wir da ankommen, ist es vorbei. Das hatte ich hier auch schon einmal gemacht. Und ich werde euch dann hier auf dem Weg erzählen, was wir denn da alles so treiben. Wir können also hier sehen, Base Building. Wir haben Kolonisten mit unterschiedlichen Traits, wir haben da auch mentale Breakdowns und so weiter, dass die dann Dinge kaputt schlagen, also auch wie man das bei RimWorld und Dwarf Fortress kennt. Wir haben hier eine Automation, die aber nicht so weit geht, wie das bei Factorio ist, sondern da kann man halt ein paar Sachen bauen und das ist nicht so weit tiefgehend. Dann haben wir ein Elektrizitätsgrid, das finde ich jetzt persönlich auch nicht so super, das ist eher müßig, als dass es ein Gameplay-Feature ist. Oxygen und Heat Simulation, das erinnert ein bisschen an FTL, das ist ganz cool. Dann haben wir Economy und Trade, das kann man in der Demo noch nicht ganz sehen, also dass man da auch handeln kann und im Stock Market handeln kann. Wir haben einen Story Generator, da merkt man jetzt natürlich auch noch nicht viel von, da hat man dann, also bei RimWorld, dann so einen Erzähler, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir können angegriffen werden, Threats and Security Measures, oder da könnten Asteroiden einschlagen. Das könnte auch in der Demo passieren. Das hatte ich da zumindest teilweise schon gehabt, soll man sich aber jetzt auch nicht zu viel drunter vorstellen. Ein funktionelles Spaceship, ja, wir können damit auch tatsächlich im Weltall rumfliegen und Planeten ansteuern. Das Spiel läuft in Echtzeit, was wir jederzeit pausieren können und dann können wir halt im Universum von Stern zu Stern fliegen. Und wir haben eine Research Tree, wir können Shuttle-Expeditionen machen. Also es ist schon ziemlich groß, wie ihr schon vielleicht so ein bisschen erkennen könnt. Sie wird sehr tief sein. Und Multiple Scenarios, das ist jetzt auch so eine Sache wieder, wo wir auf die Demo zurückkommen. In der Demo ist es so, dass wir dieser Hauptstory, wenn man auch den Trailer hier sich anschaut, dann ist es so, dass wir ein Crewmitglied auf einem Schiff sind, deinem Arche-Schiff.
dass sie die Erde verlässt mit den letzten Menschen oder so auf dem Weg zu einem besiedelbaren Planeten. Und das Schiff geht kaputt und es zerbröselt und dann denkt die KI, zur Not, Notfall, jetzt werde ich hier den passendsten Menschen aussuchen, der das Schiff eventuell retten könnte und werde die KI, werde das Bewusstsein hochladen in diese KI rein. Und wir sind der Glückliche, wir lassen also unsere sterblichen Überreste zurück, sind dann diese KI quasi und müssen jetzt das Schiff retten und das dann zu einem Planeten steuern und dort dann im Endeffekt besiedeln. Also das ist dann das Ziel und ich nehme mal an, dass das Spiel dann auch gewonnen ist, wenn man auf diesem Planet gesiedelt hat. Ähnlich wie das bei RimWorld mit dieser Rakete ist. Wir haben also das als Hauptszenario, was wir auch in der Demo haben. Wir haben aber auch, und das mag ich eigentlich viel lieber, ich hatte ja auch mal beispielsweise RimWorld gespielt und da kann man ja auch mit mehreren Leuten anfangen und mit Material und so weiter. Und ich habe mich dafür aber entschieden bei RimWorld, und da hatte ich auch ein Let's Play und Review zu gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich hatte mich dazu entschieden, mit einer einzelnen Person nackt auf einem Eisplaneten anzufangen. Und das ist eigentlich viel besser, um Dinge zu lernen, weil man dann halt direkt sieht, wie die Ressourcen zusammenkommen. Man kann dann bestimmte Sachen nicht bauen, weil einem Ressourcen fehlen und so weiter. Und man weiß sofort, ah, okay, das muss ich dafür bauen. Und diese Erfahrung hat man eigentlich nicht, wenn man sofort mit einem Schiff anfängt. Da hat man auf einmal irgendwie alles zur Verfügung und weiß nicht, wo die Sachen herkommen. Auf jeden Fall wird es dann auch dieses Leaving Earth-Szenario geben, wo man mit einem ganz kleinen Schiff anfängt und dann nach und nach alles aufbauen muss und nicht halt mit so einer, wie ein SimCity 2000-Szenario, wenn man dann in einer brennenden Stadt anfängt. Ist vielleicht eine etwas veraltete Referenz, aber das hatte mir damals auch schon nicht bei SimCity gefallen. Also ja, Leaving Earth, das wird mein Szenario dann sein, wenn das Spiel dann in 5 Jahren oder so mal rauskommt. Random Ship ist also ein Zufallsschiff und dann haben wir einen freien Bastelmodus, wo man alles ohne, also einfach nur ohne Kosten alles bauen kann, um irgendwie kreativ zu sein. Dann können wir, es wird das Spiel ziemlich frei modbar sein, wo man auch neue Szenarien und so weiter hinzufügen kann, ähnlich wie man das bei RimWorld und Factorio beispielsweise auch kann. Und ja, dann Steam Deck Support, ja gut, wer mag. Ja, hier von wegen Stability und Performance. Im Moment läuft es schon ganz ordentlich, aber mir ist es auch schon mal passiert, dass das Spiel eben abgeschmiert ist, beziehungsweise das Spiel selber nicht. Aber die Session ist irgendwie kaputt gegangen. Also das, dann konnte man, musste man quasi wieder von vorne anfangen. Wir werden jetzt also in die Demo einsteigen, nachdem ich jetzt ein bisschen rum erzählt habe. Und dazu werde ich hier mal rumwechseln. Hier sind wir im Spiel. Wir haben hier jetzt die, gehen mal in die Einstellungen rein. Ich habe hier die deutsche Version aktiviert und da kommt normalerweise auch am Anfang so eine Fehlermeldung oder so eine Notification, dass das eine Fanübersetzung ist oder keine offizielle Übersetzung und die nur 82% oder sowas fertig ist. Das heißt, man sollte hier auch nicht zu viel bei der Übersetzung erwarten. Die wird also nicht perfekt sein. Die wird immer ein bisschen hinterher hinken oder nicht ganz sauber sein. Also hier ist es beispielsweise auch so, selbst bei den deutschen Texten wird man im Tutorial geduzt und gesiezt. Beides, das wirkt halt schon unprofessionell, aber muss man dann mit klarkommen, fürchte ich. Ich habe es jetzt auch auf Deutsch eingestellt. So, dann gucken wir uns die anderen Optionen noch ein. Spielweise im Hintergrund laufen lassen, Maßeinheiten metrisch oder imperial. Ja, gut, dann haben wir Video-Optionen. Da ist vielleicht ganz interessant, dass man das UI skalieren kann. Also für Leute mit einem sehr großen, sehr kleinen Bildschirm oder mit sehr großen, sehr kleinen Auflösungen, für die könnte das interessant sein. Bei Audio ist noch interessant, dass man rein und so rauszoomen, die den Sound lauter und leiser machen kann. Finde ich auch, das ist ein ganz netter Effekt. Und wir können auch die Stille zwischen den Musikstücken einstellen. Das finde ich auch ganz cool, dass dann halt nicht so Ewigkeiten Stille zwischendurch ist. Und wir können auch die ganzen Tastenkürzel und die Steuerung hier customizen. Aber die ist eigentlich so gut, wie sie ist, finde ich. Und dann werden wir jetzt hier auch ein neues Spiel anfangen. Und da haben wir jetzt die Einstellungsoptionen, wie dieses Szenario, worüber ich eben schon geredet hatte, den Geschichtengenerator. Also das ist so wie bei... Also hier kann man jetzt natürlich nichts einstellen, das ist alles durch die Demo festgesetzt, aber im richtigen Spiel wird das dann so sein, dass man hier einen Erzähler wohl dann hat, ähnlich wie bei RimWorld, denke ich.
Und dieser Erzähler, der stellt dann im Endeffekt dar, wie sich das Spiel entwickeln wird. Also beispielsweise, dass sich das nach und nach schwerer, dass es nach und nach schwerer werden wird. Oder bei RimWorld gab es einen Erzähler, der hieß dann Randy Random oder sowas, wo dann, was jetzt hier Zufall ist, wo dann einfach Zufallsevents reingeknallt werden, die einfach nichts skalieren. Will heißen, dass theoretisch nach 15 Minuten können da dann super Roboter mit Lasern ankommen und einen zu Klump schießen, weil das halt überhaupt nicht dann mit irgendwas korreliert. Und das also dann komplett ja, Zufallsevents sind, die nicht auf den Spieler eingehen. Und das ist dann also von dem Erzähler abhängig. Dann haben wir einen Schwierigkeitsgrad. Gut, ist jetzt hier ausgewogen. Wird halt schwerer, wenn man das schwerer stellt, nehme ich mal an. Dann haben wir Kampf, den man ein- und ausschalten können. Und, ja, ganz wichtig, wir haben Permadeath. Bei Dwarf Fortress ist es ja beispielsweise so, dass man nur mit Permadeath spielen kann. Ich glaube, bei RimWorld ist es standardmäßig mit Permadeath. Man kann es aber ausstellen. Und bei Factorio, da hat es mich so ein bisschen geärgert, dass es da kein Permadeath gibt. Glaube ich zumindest, bin mir aber nicht ganz sicher, aber Factorio ist halt kein Survival-Spiel in dem Sinne und deshalb sehe ich jetzt hier auch nicht so die Parallelen zu Stardeus. Also hier ist es, geht es halt mehr um Survival und ich würde das auch immer mit Permadeath spielen wollen, weil damit halt die Entscheidungen mehr Gewicht haben und das Ganze auch deutlich spannender wird. Dann können wir einen Schiffsnamen bestimmen. Damit wird halt auch der Spielname gesetzt. Also wenn man dann einen Spielstand lädt, dann wird das da drunter gesetzt. Superhero Squad, Blue Beetle Inertia, Eddie Brock Spencer, The Great Jackpot. Das ist jetzt unser Schiffname. Spielstartwert, das wird einfach ein Random Seed sein. Random Seed bedeutet halt, dass da mit diesem Seed die Welt prozedural generiert wird. Und wenn ihr jetzt die Demo startet und diese Nummer bei euch auch reinkopiert, dann sollte das wahrscheinlich genauso aufgebaut sein wie die Welt, die ich habe. Und dann können wir noch die Kartengröße einstellen. Ich nehme mal an, dass das die Größe ist, auf der sich das Schiff befindet und nicht die Kartengröße ist der Galaxie. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und die Schiffsgröße ist wahrscheinlich, wie groß unser Schiff ist. Also dann auch nicht die Kartengröße, sondern wie viel Material sozusagen wir mit unserem Schiff rumfliegen, weil man kann halt jedes einzelne Teil vom Schiff auseinandernehmen. Und dann legen wir los. Die Erde ist untergegangen, die Überlebenden durchstreifen das Universum auf der Suche nach einer neuen Heimat. Du hältst Winterschlaf in The Great Jackpot, einem Archenschiff, das mit einer fortschrittlichen KI ausgestattet ist, die die Kolonisten aufwecken wird, nachdem eine Basis auf dem bewohnbaren Planeten errichtet wurde. Ja, das wird nicht passieren. Hochladen des neuralen Netzwerks auf den Host, aktiviere I.O., um den anfänglichen Schock zu reduzieren. Aktiviere visuelle Eingabe von der Überkopfdrohne 3, 2, 1. Wir werden das jetzt überspringen, weil das halt das Tutorial ist. Und das werde ich euch dann entsprechend alles erzählen, was wir hier tun. Wir sehen also jetzt hier unser zerbröseltes Schiff, ja. Und unser erstes Ziel ist es quasi, diese beiden Teile, das können aber auch mehrere Teile sein, miteinander zu verbinden. Und hier an dieses Stasisfeld, wir können diese Aufgaben rechts oben sehen, an das Stasisfeld sollen wir rankommen. Da sind quasi die ganzen Besatzungsmitglieder noch im Tiefschlaf. Wir können aber auch gucken, wir haben hier rechts oben in diesen ganzen Optionen, da können wir Filter einstellen und so weiter. Da können wir nach bekannten Wesen gucken und da sehen wir jetzt beispielsweise auch CJ und Chat. Und die leben ja schon ein bisschen ungesund, weil, die sind halt hier in einem Raum, der zu dieser Seite hin offen ist. Das heißt, die werden hier überhaupt keinen Sauerstoff haben. Die Temperatur ist noch gut, aber die wird nicht mehr lange gut sein, denn sie ist hier an der Seite bei minus 200 Grad. Und im Sauerstoff steht es da wahrscheinlich auch nicht so gut. Also das allererste, was ich jetzt hier machen werde, ich habe jetzt das Spiel gerade noch pausiert, ist da eine Wand zu bauen, um die zu retten. Weil die würden halt sofort sterben. Also nicht sofort, aber da würde jetzt der Sauerstoff raus sein und dann, die werden es nicht lange machen. Also wir haben hier den Justin Chat und wir haben dann CJ, der läuft hier rum und die haben hier diesen Pot zum Schlafen. Also wenn wir das jetzt nicht sofort bauen, dann werden die sofort sterben. Das sollten wir also auf jeden Fall als erstes erledigen und dann gucken wir mal, dass wir die hier retten. Ich meine, das wäre jetzt auch kein Drama, wenn die sterben. Ja, ist ja auch eine Demo und so weiter, dann sind sie halt tot, aber wir wollen die jetzt mal retten und gucken, dass wir das hier hinbekommen.
Also, das ist jetzt unsere erste Aufgabe und dann schauen wir mal weiter. Wir sollten außerdem... ja, gucken wir erstmal, dass wir die Wand wirklich bauen und alles andere setze ich jetzt mal hier hinten an. Also machen wir mal... Ja, ich kann nochmal pausieren und die Forschung einstellen, auch wenn das jetzt noch keinen großen Unterschied macht. Da haben wir jetzt einen Forschungsbaum und da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir werden aber als allererstes die Forschung für weitere Forschung starten. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Wenn ich das denn finde, hier ist es, Forschung starten und jetzt gucken wir mal, Stasisfeld erreichen, ja. Ja, das ist nicht so gesund, was du da machst. Müssen mindestens eine Ladestation, ja, das hat alles Zeit. So, dump, 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 okay, jetzt haben wir da Wände. Jetzt sollten die da nach und nach hoffentlich wieder ein bisschen besser dran sein. Also hier ist es jetzt minus 20, minus 70 Grad. Da sollten sie halt jetzt nicht hingehen, sage ich mal. Aber jetzt sollte das insgesamt halt wieder wärmer werden. Und der Sauerstoff, der sollte hier jetzt eben auch drin bleiben. Also, dann hätten wir die jetzt erstmal gerettet. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir eben Strom bauen. Und wir können immer mit der rechten Maustaste halt dieses Menü aufbauen, aufsetzen. Wir können dann hier aussuchen, was wir machen wollen, also was wir bauen wollen, welche Kategorie. Also sagen wir jetzt hier Geräte, dann unter Elektrizität können wir einen Materiereaktor bauen. Da brauchen wir auch am Anfang erstmal welche. Damit werden wir Dinge verbrennen. Und dadurch Energie bekommen. Das ist an sich erstmal schlecht, ähnlich wie fossile Brennstoffe. Denn damit werden wir in dem Fall jetzt nicht keine Klimakatastrophe auslösen, aber wir werden die ganzen Ressourcen verbrauchen. Wir können im Endeffekt alles verbrennen, was wir hier auf der Karte haben und das in Energie umwandeln. Bloß können wir dann mit nichts mehr bauen, was dann halt auch nicht mehr so super ist. Also wir bauen jetzt dieses Ding. Das ist halt mehr diese Ölkrise, wie man das in den, weiß nicht, 70ern oder so hatte. Was dazu so Mad Max vielleicht geführt hatte. Bauen, Geräte. Ach so, ja genau. Wir müssen außerdem Verbinder bauen. Denn das wird quasi, oder darüber wird auch unsere Kommunikation laufen. Also wir können jetzt hier an diesen Geräten gar nichts machen. Die sind zwar mit Strom angeschlossen, allerdings mit deren eigenen Reaktor. Und wir sind quasi diese KI, wir sind die der Schiffscomputer. Wir können aber nur über das Stromnetz kommunizieren. Und das muss dann quasi mit der KI angeschlossen werden. Und das geht halt über diese Verbinder. Also jetzt werde ich mal hier den Verbinder hinsetzen. Da können insgesamt 8 Sachen dran gebaut werden. Und ja, die müssen natürlich dann auch da hingesetzt werden. Hier können wir auch ein Solarpanel bauen. Ich würde dann auch hier so ein irgendwo, ja, so eine Solarpanel-Farm bauen, sage ich mal. Dazu sollten wir die reparieren. Plüpp, da gehe ich jetzt auf dieses Reparatursymbol. Wir können jetzt mal hier gucken, wo haben wir denn noch Solarpanel? Da ist noch eins. Wir könnten aber auch beispielsweise hier rechts oben im Codex gucken, da unter Blueprints und dann unter Solarpanel, das ist ein bisschen umständlich, Solarmodul, und da können wir dann draufklicken und dann springen wir von einem zum anderen. Ist wie gesagt ein bisschen umständlich, aber zumindest kann man damit halt eine Idee bekommen, wo die sind. Die werden wir jetzt reparieren, die würde ich gerne wegtransportieren, aber wir können nichts wegtransportieren, bevor wir die nicht repariert haben. Also, die werden wir reparieren. Wir werden hier diese Teile bauen. Und was wir dann außerdem machen können, da wird er uns gleich auch zu auffordern, ist eine Lagereinheit bauen. Da werden einfach sämtliche Sachen drin eingelagert. Also alles, was wir an Schrott finden, das wird dann da reingebracht und steht dann ja da dann schneller zur Verfügung. Wir werden jetzt hier, genau jetzt haben wir dieses Ding fertig. Wir müssen aber jetzt erst noch die
den Stromgenerator fertig haben, genau. Jetzt verbinden wir das mit unserem Kern und wir verbinden das damit. Jetzt würden wir theoretisch Energie bekommen. Wir müssen jetzt aber noch einstellen, was wir als Treibstoff verwenden wollen. Und dann nehmen wir Stahlplatten. Man kann bei jedem Material sehen, wie viel Energie da abgegeben wird. Das sind 520. Und sagen wir mal einfach mal, Wasser hat jetzt eine Energie von 300. Und hiervon haben wir 1778 in unserem Gebiet. Das werde ich jetzt auswählen und jetzt werden die das mit Stahl befüllen. Und das ist jetzt erstmal dann unser erster Treibstoff. So, und das ist eine Batterie, da speisen wir erstmal die überflüssige Elektrizität ein. Und die Elektrizität, die brauchen wir eben auch zum Forschen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Forschen. Also wir haben hier einen Forschungsbaum und da wird man sich natürlich nach und nach weiter nach rechts bewegen. Ob das jetzt hier danach noch was kommt, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt hier so auch final ist, keine Ahnung. Was aber schon irgendwo erwähnt wurde, kann auch sein, dass das im Tutorial drin war, ist, dass man hier einige Forschungssachen dann erst erforschen können wird, wenn man beispielsweise auf dem Planeten irgendwas gefunden hat oder wenn ein Pot mit irgendwas was bei einem landet. Das ist also so ein bisschen so wie bei Rimworld, wo man dann, ich sag, ja, wobei sowas gab es da jetzt da glaube ich gar nicht, aber da konnte man zumindest Technologiesprünge haben bei Rimworld, wenn man dann beispielsweise irgendwas kaputt machte, wo dann Laserwaffen drin waren oder irgendwas ausgegraben hatte oder sowas. Also da könnte man hier also auch dann auf richtige Besonderheiten treffen, was ich auch ganz cool finde. So, wir werden also jetzt hier erstmal ein bisschen Strom bauen. Wir werden unser Lager bauen und dann sollten wir ja das hier verbinden. Und hier kann es jetzt auch sein, dass hier spontan einfach Leute auferweckt werden, was ungesund für die wird, weil hier ist eben auch kein Sauerstoff und keine Heizung und so weiter. Also die werden entweder erfrieren oder ersticken, was beides nicht so super angenehm ist. Und deshalb werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir möglichst schnell da hinkommen. Und das brauchen, sollten wir theoretisch eine Verbindung hinbauen. Aber die Verbindung ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtiger ist eigentlich, dass wir da eine Stromzufuhr hinbekommen, damit wir beispielsweise die Türen schließen können. Wir werden also jetzt aber erstmal einen Boden bauen. Den bauen wir einfach hier irgendwo hin. Wie sollen wir das hier machen? Ja, machen wir hier hoch. Ja, machen wir da einen hin. Da einen hin. Und das sollte dann eigentlich schon. Na, ich weiß nicht genau, wie weit die Reichweite ist. Wir machen jetzt erstmal nur die beiden. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber das wird gleich alles einen Sinn machen. Diese Drohnen, die bringen halt jetzt die Materialien dahin. Und diese Bauarbeiter, die werden das dann entsprechend bauen. Also wir haben jetzt hier diese zwei Menschen, die haben auch Bedürfnisse. Wie hier Schlaf und so weiter. Das haben die Roboter weniger. Die Roboter verbrauchen aber Energie. Da sollten wir gleich noch so ein Aufladeding bauen. Diese Drohnen, die sind so wie Hunde in Rimworld. Die können also nur Sachen transportieren. Während diese Drohnen eben auch Sachen bauen können. Da können wir auch die Fähigkeiten sehen. Die haben aber einen Konstruktionswert von 2. Der Tyrannus, der hat einen höheren Wert. Und der hat auch noch einen Wissenschaftswert. Wofür der genau ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Konstruktion 3, ist das der höchste Wert, der fährt aber auf Ketten rum. Das heißt, der kann eben nicht hier einfach im All rumdüsen, sondern der müsste halt einen Weg haben. So, da müssen wir jetzt wie gesagt auch eine Aufladestation bauen. Eine Ladestation, die bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Und das Solarpanel können wir auch direkt anschließen. So, das Ding steht auch. So, die haben jetzt da diese Teile hingebaut. Dann bauen wir jetzt hier so einen Pylon hin und hier auch einen und da auch einen und dann können wir hier weiter ins Netz gehen, sage ich mal. Da bauen wir jetzt einfach diese Dinger hin und dann
fertig, baue eine Ladestation. Das haben wir erledigt. Ja. Was wir dann auch direkt machen können, ist hier die Wand zumachen. Ja, wenn du die Sachen auf Schutt baust, dann werden die halt wegtransportiert. Und dann würde hier zumindest der Sauerstoff nicht mehr rauskommen. Und das war's dann auch hier soweit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier eine Sauerstoffproduktion drin ist. Wir haben hier auf jeden Fall eine Heizung. Die können wir reparieren, also Reparatur anfordern. Entweder rechts draufklicken und dann Reparatur anfordern. Oder man kann halt hier dieses Reparatursymbol nehmen. Da ist aber ansonsten auch nichts. Da sind kleine Farmen drin. Wir haben wahrscheinlich auch ein Sauerstoffproduktionsgerät irgendwo. Aber das hier zu finden ist ein bisschen... Da ist die Sauerstoffpumpe, okay. Man kann bei allen Objekten sich auch die Details anschauen. Ein Codex-Eintrag. Und hier steht jetzt, dass es eine Konstruktion von 3 erfordert. Und den Wert bräuchte man auch, um Sachen hin und her zu transportieren. Also... Ja, da machen wir erstmal, glaube ich, nichts. Wir warten jetzt erstmal, dass die das hier soweit fertig gebaut haben. Wir können außerdem mal unser Stromnetz uns anschauen. Da sehen wir maximale mögliche Leistung blau und das, was tatsächlich produziert wird. Und Forschung braucht eben auch entsprechend Strom. Die Forschung funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir haben, und das wird ganz am Anfang nicht angezeigt, deshalb wollte ich da eben noch nicht drüber reden. Wir haben jetzt hier Arbeitsspeicher 4 von 8. Das bedeutet, dass wir aktuell 4 Arbeitsspeicher nutzen. Das ist eigentlich egal, wie viel da jetzt aktuell benutzt wird, glaube ich, wenn man sowieso nicht 2 Sachen gleichzeitig forschen kann. Aber man kann eben nichts erforschen, was mehr Arbeitsspeicher benötigt, als man hat. Also das muss immer verfügbar sein. Der Festplattenspeicher, der verbraucht sich aber quasi. Also mit jeder Forschung, die man hier hat, also das hier sind jetzt 4 und die kommen dann entsprechend da drauf. Das heißt, man hat immer weniger Arbeitsspeicher übrig mit jeder neuen Forschung. Und deshalb muss man gucken, dass man mehr Festplatten baut. Oder man kann sich auch dazu entscheiden, alte Forschungen wieder zu vergessen. Ist vermutlich nicht so clever. Also da sollte man halt mehr Festplatten dazu holen, um das halt immer weiter zu treiben. Wofür die CPU ist, ich glaube, damit kann man mehr Roboter kontrollieren. Und ja, mit dem Stromnetz, das ist halt für... Ich glaube, der Strom wird benötigt einfach, um die Forschung entsprechend weiter treiben zu können. Also wir haben jetzt unser Aufladeding gemacht, das sollte man natürlich dann auch mit Strom anschließen. Und wir werden auch direkt noch, achso, das Reparaturding können wir gar nicht bauen, oder? Einrichtungen? Doch, da ist auch noch eine Reparaturstation, die bauen wir direkt daneben. Da können die Roboter sich auch reparieren lassen, falls denen da irgendwas passieren sollte. So, die sind hier fleißig am Bauen. Da unten ist immer noch eine Tür, womit sie raus könnten. Ist also alles kein Problem. So, der sitzt sich da am Aufladen. Ja. Die haben auch theoretisch eine Notaufladung. Also wenn sie gar nichts mehr haben oder einen Fehlschluss, Kurzschluss haben, dann können die sich mit dieser Notaufladung auch behelfen. So, wir verbinden jetzt die Dinger und das darüber. Und dann können wir das anschließen. Damit geht die Tür jetzt automatisch zu. Und jetzt haben wir hier kein Leak mehr, dass hier Sauerstoff rauskommt. Also außer, dass das hier natürlich auch noch offen ist. Schließen wir das an. Dann schließen wir diese Tür an. Und hier haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir Sachen reparieren müssen. Ja, das schließen wir an. Und wahrscheinlich ist das hier auch wieder... Ne, es ist ganz. Okay, wunderbar. Das müssen wir auch reparieren. Dann machen wir das auch ganz. So, und damit schließen wir die Türen an. Die Türen verbrauchen zwar auch Strom, aber das ist jetzt nicht so viel. Aber die großen Geräte will ich jetzt da nicht unbedingt anschließen. Wir können uns aber... Na, da können wir auch noch reparieren. Ding.
Ding. Und das war's. Jawohl. Okay. Das machen wir auch noch. Gut. Dann geht es jetzt hier weiter. Ich mache das die meiste Zeit hier auf voller Geschwindigkeit, weil man eben in dieser Demo nur insgesamt 2 Stunden Zeit hat. Wir haben jetzt schon 17 Minuten verbraucht. Also egal, ob das Spiel pausiert ist oder mit voller Geschwindigkeit läuft, da ist halt einfach die Zeit dann entsprechend limitiert. So, wir bauen jetzt hier auch noch einen Pylon hin, wenn man da nur 8 Sachen anschließen kann, ist das halt ein bisschen limitiert. Wir können aber eben auch nach hier oben was rübersetzen und damit dann die Kontrolle da an uns ziehen. Wir bauen hier auch dann direkt noch die Wände voll. Was ich ein bisschen ungünstig finde, ist, dass man man kann nicht direkt Wände bauen, sondern muss erst immer den Boden bauen. Das mag vielleicht logisch sein, ist aber unnötig kompliziert, finde ich. Ich finde, man hätte die Böden implizit machen müssen, dass man dann halt, was weiß ich, teurere Wände bauen muss, wenn da kein Boden ist. Weil das ja halt ein bisschen unnötig umständlich ist. Das gleiche gilt im Übrigen auch beim Abreißen. Da muss man dann immer gucken, dass man... das ist ja auch interessant. Das ist alles außen. Da ist keine Verbindung. Okay. Okay. Da müssten wir dann wohl eine Wand bauen. Das sind alles Fenster. Wir könnten aber ja... Naja, ich mach das mal so. Da werden wir einfach eine Wand drüber bauen. Und dann machen wir an den Seiten noch Türen rein. Und hier sollten wir jetzt natürlich auch gucken. Das hier werden wir anschließen. Dann können wir hier die Türen schließen. Hier sind auch überall noch so Lichter und so weiter. Das ist auch so eine Sache, was ich eben ein bisschen doof finde bei so einem vorgefertigten Schiff. Das ist ja total unnötig, dass man hier überall Licht im Boden hat und teilweise auch nervig. Weil wenn man da was drauf baut, dann kann man das halt nur noch schlecht oder gar nicht mehr verknüpfen. Das ist halt ein bisschen lästig. Würde ich normalerweise nicht bauen wollen. Wenn man die aber jetzt abreißt, dann muss man den Boden ganz abreißen oder was anderes. Ich weiß gar nicht, ob man da was anderes drauf bauen kann. Und dass der auch so ersetzt. Wenn ich jetzt den Boden... Doch, da kann ich auch so machen. Dann kann ich die wegbauen. Aber es ist halt eigentlich... Naja, holt ihr da diesen Quark raus. Können wir vielleicht direkt machen und dadurch offenweise billig Material bekommen. Machen wir einfach mal. Konstruktion: Fliegendes Wesen hat den Weg zum Zielort nicht gefunden. Prüfe, ob die Tür mit Strom versorgt werden. Der sollte eigentlich überhaupt kein Problem haben, da hinzukommen. Wir werden aber jetzt hier noch eine Tür bauen. So. Und dann sollten wir die auch auf diesem Weg bauen können. So, jetzt gucken wir einfach mal, wie es hier aussieht mit der Temperatur. Ja, minus 270 Grad ist nicht so angenehm. Wir können aber jetzt hier die Heizung anmachen und damit ein bisschen Hitze generieren. Und wir können das hier eben auch einschalten. Kohlenstoff, okay. Und hier oben hatten wir dieses Sauerstoffding. Naja, das macht natürlich hier jetzt wenig Sinn, dass da... Also die müssten aber ja irgendwie an Sauerstoff kommen. Wir könnten also versuchen, da einen Sauerstoffweg hinzubauen. Das werden wir einfach mal ausprobieren irgendwie, indem wir hier beispielsweise eine Wand hinbauen. So eine Wand. Dann schließen wir das hier ab. Nochmal so. Das hier war unnötig. Abbrechen. So. Dann müssen wir natürlich... Den hatten wir schon verbunden.
Machen wir die Dinger zu. Den müssen wir verbinden. Ah, der muss auch wieder repariert werden. Ne? Ach, der ist außer Reichweite. Okay, dann müssen wir hier noch ein Elektrizitätsdings bauen. Und dann schließen wir das da drüber an. Und dann gucken wir mal, dass wir hier Sauerstoff hinbekommen. Fliegendes Wesen hat den Weg zum Zielort nicht gefunden. Das ist ein bisschen seltsam hier auch. Ah, okay, ich verstehe. Wir haben hier die eingebaut. Die kommen hier nicht mehr raus. Okay, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber kein Problem. Der hier ist schon voll, der hat 8 Verbindungen. Da müssen wir jetzt ein bisschen was kappen. Wir kappen den hier und verbinden den hier mit. Und deshalb meine ich eigentlich, dass mit diesem ganzen Hin- und Her-Verbinde ist ein bisschen unnötig umständlich. Ich weiß nicht, was das einen für einen Mehrwert bringen soll. Also, ja, okay, der war jetzt wieder zu weit weg. Also müssen wir da noch ein Ding bauen. Also da bauen wir hier jetzt noch den hin. Aber wichtig wäre das hier. Was war denn das? Das war eine Tür. Okay, jetzt sollten die da durchfliegen können. Wir haben aber hier noch keine Tür, das heißt, die kämen hier immer noch nicht raus. Da müssen wir auf jeden Fall auch eine Tür reinbauen. Jetzt stehen hier aber die Wände noch gar nicht. Ich riskiere das jetzt trotzdem, dass die halt kurzzeitig keinen Sauerstoff haben. Das sollte kein Problem sein. Naja, ja, zu wenig Strom. Sollten wir also hiervon. Da kann man ja eben, statt da dieses Menü auszuwählen, kann man auch hier sagen, ich will eine Kopie erstellen. Und dann baut man das beispielsweise dann daneben. Mit Mausrad rotieren. So. So, und der fährt jetzt dahin und baut dieses Ding da ab. Hoffentlich. So, und jetzt sollten die hier auch überall hinkommen. Kann jetzt sein, dass die einmal ein Update bekommen müssen, dass die dann klug genug sind, um... Ja, genau, jetzt düsen sie alle darum. Das passt. So, wir haben also ein neues Gerät gebaut und das müssen wir jetzt erstmal wieder anschließen und dafür brauchen wir wieder so ein Stromdingen. Man kann im Übrigen auch sagen, hier mit Control da draufklicken, dann wird das unten in die Leiste gebracht. Das ist gar nicht so unpraktisch für Sachen, die man halt 1 Million Mal baut. Und da sollte jetzt aber kein Problem mehr sein. Es sei denn, wir haben hier noch irgendwo, wir haben die Forschung abgeschlossen. Genau, wir haben jetzt hier was erforscht, womit wir neue Festplattenmodule und so weiter bauen können. Und das ist da auch entsprechend nötig, weil als nächstes wollen wir das hier erforschen für Solarmodule. Dafür brauchen wir mehr Arbeitsspeicher. Wir brauchen insgesamt 12 und wir brauchen 16 Festplattenspatz. Und wir haben nur noch 10. Also bauen wir jetzt unter Geräte, Datenverarbeitung, bauen wir Festplattenmodule. Das können wir auch hier bei denen reinbauen. Ich weiß gar nicht, ob die Wärme generieren. Und Arbeitsspeicher. So. Ja, das ist, glaube ich, der Fehler. Die Fehlermeldung ist eigentlich Quark, weil die das ja jetzt machen können. Achso, nicht konfiguriert. Den hatte ich jetzt noch gar nicht. Genau. Der muss jetzt wieder mit dem verbunden werden, was aber nicht geht. Den können wir auch mit dem verbinden. So, und dann können wir den mit dem verbinden. Und der muss jetzt wieder
auf Stahlplatten ausgewählt werden, dass wir hier mehr Energie bekommen, weil ansonsten wäre es halt da wahrscheinlich bald ein bisschen eng. Und hat Kälteschaden genommen. Ja, hier ist es halt ein bisschen kälter in der Gegend. Oh, der ist tatsächlich was selbst am Bauen. Machen die Menschen mal was. Wunderbar. So, dann schließen wir das an. Hier könnten wir auch Kaffee anschließen. Hier in diesem... Achso, der muss wieder repariert werden. Hier drüber. So, reparieren. Da reparieren wir jetzt einfach mal alles. Aufwachen aus der Stasis. Da ist also jetzt jemand aufgewacht und dem... Hier ist es warm genug. Sauerstoff gibt es hier allerdings zu wenig. Also der wird... Achso, wir sollten neue Forschung... Und das geht ja noch nicht, solange wir die Dinger nicht gebaut haben. Okay. Ja, der hat noch keinen Sauerstoff. Das heißt, der wird da so ein kleines Problem haben. Wir sollten... Türen... Wir bauen jetzt da eine Tür rein. Ja. Mit dem verknüpfen wir das. Mit dem das. Mit dem den. Und... Der muss repariert werden. Okay. Beschädigt. Reparatur anfordern. Den können wir nicht umbewegen. Also die einzige Möglichkeit, da jetzt irgendwas mit Sauerstoff zu machen, wäre im Grunde... Ich glaube nicht, dass der eine Typ das überlebt. Der wird mit Sicherheit verenden, weil er das hier nicht so lange ohne Sauerstoff auskommen kann. Wir werden jetzt hier noch eine Wand bauen. Ach so, da ist dieses Zugangsding. Ja, das ist... Okay. Aufgaben abbrechen. Dann müssten wir da sogar auch noch das so machen. Und dann müssten wir da wieder den Boden bauen. Das ist halt ein bisschen, wie gesagt, unnötig umständlich. Dann müssten wir da die Wand zu Ende bauen. So, und dann müssten wir den entsprechend verbinden. Lüftungsschacht. Die haben auch hier gar keine Tür drin. Okay, da müssen wir auch noch eine Tür reinbauen. Das wird ja niemals überleben. Aber gut. Ist wahrscheinlich ein bisschen ungesund, ohne Sauerstoff. Wobei 8% sind hier ja aus irgendeinem Grund. Es kann sein, dass der hier auch ein bisschen Sauerstoff produziert, 21%. Dass der da, dass das schon ausreicht, um zu überleben. Lacking Healing Device, ja gut, das ist halt so. Hat Stasis-Schaden bekommen. Keine Forschung. Ja, die Forschung, die können wir gleich starten, sobald wir hier diese ganzen Teile hingebaut haben. Wir bauen dazu aber jetzt hier noch so ein Ding. Ne, das kann weg. Und dann bauen wir den hier. Bauen wir da hin. Mhm. Da ist kein Strom. Ja, der ist noch da am Bauen. Stasisfeld erreichen. Aufwachen aus der Stasis. Keine Forschung. Ja. Wir müssen jetzt mal den hier verbinden und dann machen wir die Sachen alle dran. Den könnten wir gerade mit den beiden Teilen verbinden. Den müssen wir... Können wir hiermit verbinden. So, so, so. Den und den. Das verbraucht eben auch ziemlich viel Energie. Jetzt müssen wir die neue Forschung in Auftrag geben. Wir nehmen also jetzt das, um dann diese Solarpaneele bauen zu können. Und wir können eben auch diese Solarpaneele, die wir vorher schon repariert haben, die können wir jetzt hier mal rüberbringen, um die vielleicht ein bisschen schöner anschließen zu können. Ich werde jetzt hier aber so eine kleine Solarfarm bauen und gleichzeitig den Weg nach da oben
hinsetzen, um das zu verbinden. Werden jetzt also, wir haben jetzt hier diese Teile schon gebaut. Machen wir hier einfach einen Weg hin. Und so, man kann auch Control halten und diese Diagonalen bauen, die sehen aber halt dann scheiße aus. So, machen wir das so. Und dann können wir außen Wände bauen. Naja, wobei der eigentlich mitten im Raum sein müsste. Ja, machen wir halt nicht. Eigentlich müsste man die Wege 4 breit machen, um da halt ein Feld mit diesen Dingern da zu setzen. Machen wir das so. Und wir können dann... ja, bauen wir erstmal das Ding so hin. Fortschrittliche Energie, ja, gespeichert, fertig, Stromproduktion steigern. Ja, haben wir. Das kann weg, das kann weg. Zeit anhalten, ja, ja. So, gleichzeitig können wir aber auch sagen, wir wollen das hier dekonstruieren. Das ist nämlich alles Quark, das kann weg. Energiedefizit, ja, dafür sollten wir jetzt hiervon noch mehr bauen. Erstelle einer Kopie. Dann machen wir hier noch 2 erstmal. Und die Dinge, die setzen wir mal gerade um. Um die dann auch direkt anschließen zu können. Umsetzen. Das war falsch. Anscheinend. Ich will das Solarmodul, genau. Und das will ich umsetzen. Hier hin. Und dann hatten wir noch irgendwo eins. Das war der hier. Und den bewegen wir auch rüber. Und das bauen wir dann alles später noch ein bisschen um. Some open vents. Ja. Da ist anscheinend... Das müssen wir mal schließen. Und da ist... Ach so, weil da kein Strom ist. Weil wir insgesamt zu wenig Strom haben. Ja, na gut, dann müssen wir jetzt halt hier schnell diese Teile bauen. Und dann können wir das mit Strom versorgen. Mhm. Der erste ist fertig. Der zweite ist fertig. Verbinden wir die gerade. Und dann sagen wir hier wieder Stahlplatte. Und Stahlplatte, damit verbraucht man aber natürlich sehr schnell die ganzen Ressourcen der Karte. So, Energiedefizit, das sollten wir bald nicht mehr haben. Wir können uns hier auch anschauen, wie unser Stromnetz aussieht. Und ja, wir verbrauchen natürlich da ziemlich viel. Selbst damit reicht es jetzt nicht so wirklich. Wir haben aber jetzt auch noch die Solarpaneele. Die sollten wir entsprechend auch noch anschließen. Damit bekommen wir wieder ein bisschen mehr. Auch das verbrauchen wir direkt. Also der hier, der Sauerstoff, der reicht hier anscheinend. So, das hier können wir verbinden, ja. Dann verbinden wir das und das. Dann sind die Türen dazu und hier unten ist natürlich noch der Leak drin. Da konnte ich ja die Wand nicht direkt bauen. Die bauen wir jetzt dahin. Und dann sagen wir hier noch diesen Kram dekonstruieren. Und dann hätten wir das zumindest schon mal soweit fertig. Und eigentlich haben wir jetzt ein ja, sicheres Schiff sozusagen, wo nichts mehr offen ist. Ja, außer das ganze Gebiet hier. Da, die werde ich noch umbauen wieder. Wir werden jetzt da... das so machen. Ja. Und dann werden wir einfach... Ja, das kann ich auch nicht drüber planen. Das ist schon ein bisschen dämlich.
Bump. Dann machen wir hier noch eine Reihe von Wand hin. Und machen ein Feld außen begehbar, wo dann erstmal ein so ein Feld ist mit diesen Energieteilen und dann eben diese Solarpaneele, die müssen halt natürlich alle draußen sein. Was das natürlich, eigentlich könnten die auch drinnen sein, solange da eine Fensterscheibe drin ist. Müssen wir wahrscheinlich die eine oder andere... Wieso kann ich das nicht bauen? Naja, lass mal die da erstmal arbeiten. Godzilla-Konstruktion Stufe 2 erhöht. Ja, okay. Unsere Forschung ist halt da doch ziemlich gecapped. Wir sind jetzt diese fortschrittliche Energie noch am Forschen. Und wahrscheinlich sollten wir noch eins bauen, weil wir da zu sehr am Limit sind, um das halt weiter zu beschleunigen. Was ist denn? Ach, vielleicht muss ich das erst reparieren, um da dann was drauf zu bauen. Das Reparieren ist müßig. Man kann natürlich hier einfach mal sagen, ja gut, repariert einfach alles. Also, ich glaube, das ist auch am sinnvollsten. Dann sind die zwar erstmal beschäftigt, aber passt schon. So, nicht konfiguriert. Das wäre jetzt hier der letzte, den wir dann noch anschließen können. Dann sagen wir hier wieder Stahlplatte. Passt. Okay. So, der... Da können wir hin, das hier im Reparieren. Ja. Okay. Und das hier ist jetzt auch... in unserem Bereich drin. Jetzt können wir hier auch Sauerstoff bauen. Das kostet aber eben auch wieder... Strom. Okay. So, können wir jetzt endlich da unten die Wände bauen? Jawohl. Das war falsch. Da. Ja. Auf Stufe 4 erhöht, wunderbar. Das brauchen wir auch, um dann später diese, um diese Brücke zu bauen. Und die Brücke ist halt so ein Steuerding, was man braucht, um auf dem Planeten landen zu können. Macht ja irgendwie Sinn. Dekonstruieren. Das könnt ihr auch abreißen. Partikelsammler, damit können wir eben selber Ressourcen herstellen, aber das kostet ziemlich viel Energie, deshalb werden wir das gerade mal nicht anschließen. Wir können da jetzt auch die eine oder andere Tür reinbauen. Nicht genug Gears. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, dass man da zu wenig von hat. Okay. Da weiß ich jetzt gar nicht, was wir denn da machen sollten, um Gears zu bekommen. Luftschleuse. Vielleicht ist das da auch gar nicht so klug, da Türen zu bauen. Okay, dann brechen wir das halt ab. Aufgabe abbrechen, ja.
Dann machen wir stattdessen einfach nur Wände. Das sollte da jetzt auch passen. Aber Gears brauchen wir wahrscheinlich dann für andere Sachen noch. So. Und hier, das sollten wir dann entsprechend dekonstruieren. Und da haben wir dann einen Weg drin. Oder da müssten wir dann eigentlich eine Tür reinbauen. So, und wir sollen hier, wir haben einen Auftrag, oh, Moment, können wir natürlich dann auch nicht dekonstruieren, weil wir dann da keine Tür reinbauen können. Verbraucht Strom. Vielleicht, indem wir die Teile platt machen. Und da kommt ja wahrscheinlich dann Gears bei raus. Stasisfeld erreichen ist abgeschlossen. Ja, da haben wir halt jetzt diese Verbindung hingebaut. Mit F2 können wir eben hier diese Übersicht von allen Gegenständen aufrufen. Und da gucken wir jetzt mal, da haben wir diese Raumanzug grün und Raumanzug schwarz. Den können wir auswählen. Und dann können wir sagen hier, umsetzen. Und dann können wir das zu unseren Leuten bringen. Und dann können die mit dem Raumanzug auch rumlaufen. Raumanzug schwarz, der ist hier. Umsetzen. Der Raumanzug selber bringt allerdings nicht viel. Man braucht auch noch entsprechend einen Helm. Fortschrittliche Energie haben wir erforscht, okay. Als nächstes müssten wir könnten wir die Brücke erforschen. Forschung starten, da bräuchten wir aber wieder mehr Festplattenplatz für. Und da bauen wir dann mal gerade ein... Wobei, wir brauchen kein Modul zu bauen, weil wir haben hier, glaube ich, noch irgendwo was rumstehen. Ja, der da. Ja. Und den machen wir auch gerade. Dann brauchen wir da gar nichts bauen. Und können die Forschung hier starten. Damit können wir die Brücke bauen. Nee, das machen wir nicht. Wir müssen erst Forschung pausieren. Wir müssen erst gucken, dass wir wahrscheinlich auch die Gears bauen können. Ich glaube, das war weiter unten. Da. Damit können wir die Sachen bauen. Das hier brauchen wir dringend, sonst wird das nichts. So. Ja, Spacesuit hatte ich rüber transportiert. Also der Raumanzug selber, der bringt nicht viel. Man braucht auch noch einen Helm. Und den müssen wir auch transportieren. Umsetzen. Und den bringen wir den auch noch rüber. So. Wand. Und da machen wir die Wand fertig. Mhm. Jetzt gucken wir noch mal wegen den Gears. Gears haben wir 3 Stück. Wenn wir aber weitere Solarpaneele bauen wollen, die werden wahrscheinlich Gears brauchen. Ne, brauchen sie nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Menge von. Wir bauen jetzt einfach mal da eine ganze Reihe hin. Denn wir wollen nicht alles hiermit verheizen, sondern wir brauchen halt da irgendwas, was wir neu bekommen. Die muss man zwar auch reinigen, aber das ist, glaube ich, besser, als hier Sachen zu verfeuern, wo man ja auch Sachen hinbringen muss. So, der hat jetzt beispielsweise seinen Raumanzug an, glaube ich. Ansonsten würde das wahrscheinlich nicht überleben. Und der kann jetzt darüber gehen und Sachen bauen. Der tut tatsächlich mal was.
Gucken wir mal, was der Strom sagt. Wahrscheinlich ja, sind wir hier ziemlich am Cap. Eingehende Aufbewahrungskapsel. Da ist jetzt so ein Ding auf unserem Raumschiff am Fliegen. Und das können wir dann nachher einsammeln. Ach so, übrigens, wir haben ja jetzt hier diesen Weg gebaut. Man kann auch einen Enterhaken sozusagen bauen und dann auf der anderen Seite so eine Befestigung bauen, den rüberschießen und da kann man beide Schiffstypen oder beide Teile zusammenziehen. Auch eine ganz coole Mechanik. Habe ich auch schon ausprobiert, es funktioniert, da kommt ein Warnhinweis. Achtung, das ist sehr arbeitsintensiv und kann sein, dass das Spiel crasht. In dem Fall bitte Safe Game schicken und so weiter. Hat aber kein Problem gemacht und es hat funktioniert. Aber die Forschung will ich jetzt hier mal nicht machen. So, da haben wir schon eine ganze Menge gebaut. Wir werden jetzt hier eine Steckdose in der Wand bauen, die können wir auch machen. Und die können wir super verwenden, um diese ganzen Paneele anzuschließen. Navigation fehlgeschlagen. Braucht Boden zum Laufen. Ist ja ein Ding. Ziel anzeigen. Naja, da ist halt noch keine Tür drin. Wir können da jetzt aber tatsächlich die Tür reinbauen. Ich glaube, dafür sollten wir Gears haben. Und das ist alles zu. Das sollte also jetzt ein voller Weg sein. So, und damit können wir jetzt auch Solarstrom produzieren. Naja, komm, machen wir den damit. So. Das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Fertigung sind wir noch am Bauen. Wir sind jetzt ordentlich Strom am Produzieren. Aber es ist immer noch nicht so viel Strom, als wenn wir das nicht verbraucht bekommen würden. Also wäre es wahrscheinlich immer noch gut, wenn wir weiter Solarmodule bauen würden. Also bauen wir hier nochmal Kopien. Und ich mache das jetzt folgendermaßen, indem wir da den Weg wieder runtersetzen. Ja, machen wir das so. Und dann bauen wir hier zwischen noch eine Reihe und dann ja eine Farm sozusagen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das dann so funktioniert oder ob die dann nichts mehr produzieren können, weil die ja nicht mehr außen am Schiff sind. Gucken wir mal. Na, scheint da keine Probleme mit zu haben. Oh, da fehlt noch ein Stück Wand. Da. Den müssen wir anschließen. Die können sich auf jeden Fall jetzt hier schon frei durch unser Schiff bewegen. Wir können mal gucken, wie sieht die Temperatur aus. Bei gut minus 265 Grad ist ein bisschen kalt. Da ist es ganz angenehm. Da ist es wirklich quasi 0, 21 Grad, 2 Grad, zwar minus 200 Grad, ja, kommt so Sauerstoff, aber Nee. Okay. Das hier ist an sich auch ein total nutzloses Gebiet. Wir bauen mal hier noch
das Ding hin und das hier kann eigentlich komplett abgerissen werden. Ach so, diese Aufbewahrungskapsel ist direkt bei mir gelandet. Die können wir auch öffnen. Was da jetzt drin war, weiß ich nicht. Das sieht man irgendwie schlecht. Vorrat. Keine Ahnung. Erde. Okay. Also hier haben wir jetzt keinen Kopper mehr für. Um das noch zu bauen. Aber sobald wir das einmal hier erforscht haben, dann sollten wir Kupfer bauen können. Wir hatten ja auch irgendwo so ein Produktionsgerät. Das steht hier. Und das müssen wir nur noch ans Stromnetz anschließen. Und dann können wir damit auch diese Drähte bauen, um und die Gears, um da weiter Sachen fertigstellen zu können. Jetzt müssen wir allerdings erstmal warten. Da können wir jetzt eher wenig tun. Der ist noch nicht angeschlossen. Jetzt schon. Damit der hier nicht mehr dringend notwendig ist. So. Und dann können wir hier das komplett dekonstruieren. Das braucht man nicht mehr. Kann weg. Ja. Alles weg. So. Mhm. Nicht genug Copperwire. Forschung, da sind wir auf jeden Fall jetzt wieder mehr am Produzieren, als wir am Verbrauchen sind. So, wir können dann nochmal einen Blick hier auf die anderen Sachen werfen. Also Temperatur, Sauerstoff, Isolierung. Da können wir sehen, wo wahrscheinlich dann entweder Hitze austritt oder Sauerstoff austritt. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich vermute mal, dass die Türen nicht das Beste sind, um eine Öffnung nach außen zu haben. Wahrscheinlich sollte man da die hier so eine Luftdingsbums, Luftschleuse haben. Haben wir jetzt jedenfalls nicht. Isolierung, Luftdichtheit. Ah, okay, dann ist das eine Temperatur. Ja, gut, das ist aus dem Thermometer und das hier ist Luftisolierung. Bekannte Wesen. Ja gut, da haben wir halt den einen, der jetzt noch zusätzlich aufgestanden ist, erwacht ist. Verfügbare Aufgaben. Ja, das sind halt diese ganzen Dekonstruktionsaufgaben, die wir hier gegeben haben. Dann haben wir die Räume, die werden nochmal alle entsprechend nummeriert und naja, wahrscheinlich kann man dann einen Raum für bestimmte Sachen ausweisen, weiß ich aber nicht. Dann haben wir Sektionen, das ist jetzt alles eine Sektion, unser Schiff ist ja in einem Teil jetzt zusammen. Begehbarkeit, ja gut, Planung, ist, da kann man halt so Sachen planen, nehme ich an, dass man dann halt darüber sehen, switchen kann und sehen kann, ah, so hatte ich mir das vorgestellt. Moment, das hier machen wir auch gerade noch alles platt. So, das weg und das. Dann haben wir Research, waren wir schon. Ereignisprotokoll. Ja, okay. Dann haben wir Konto, da kann man noch nicht drauf zugreifen. Hat Nahrungsmangelschaden genommen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Hygiene, Erleichterung suchen. Ja, da musst du leider wohl irgendwo in die Gegend machen. Eine Toilette baue ich nicht. So, da wollen wir nämlich nicht mit der Forschung weitermachen. Vorschläge, ja, da haben wir ja so ziemlich alles. Expeditionen, wie man startet. Da kann man, müssen wir dann später auch eine Expedition bauen. Ästhetik, wie toll die Leute die Sachen finden. Da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Oder was das für eine Relevanz hat. Combat Controls, no active combat. Dann haben wir Ship Controls. Da können wir uns jetzt aussuchen, wo das Schiff, wo vorne für das Schiff ist.
Wir können jetzt mal gucken, da haben wir ja so ein Triebwerk. Und wir können jetzt sagen, ja, hier rechts ist vorne, also East. Und im Moment haben wir noch nichts, was wir da ändern könnten. Wir haben aber wieder hier so eine Aufbewahrungs... Ne, das ist die. Komm, zur Lagereinheit transportieren. Fertigung ist fertig. Okay, Forschung öffnen. Jetzt werden wir entsprechend die Brücke erforschen. Die hatten wir wo? Antrieb, Forschung. Das war hier oben. Kommunikator, das ist die. Okay. Und wir können jetzt diese Copper Wires bauen. Und die müssten wir über dieses Gerät hier bauen. Das heißt, das hier schließen wir jetzt an. Und hiermit können wir jetzt... Wobei, das machen wir anders. Wir können die Teile jetzt auch bauen. Ich sage jetzt hier umsetzen. Wir haben ja hier unser Lagerhaus, sage ich mal. Und wir bauen das jetzt einfach hier hin. Und dann werden wir das hier die Sachen herstellen. Dann können die nämlich die Bauteile immer vom Lager hin und her bewegen. Da ist einer zusammengebrochen, wahrscheinlich wegen Hunger oder so. Man kann auch Gesundheit gucken und dann letzter Schadensbeitrag, letzter Schadenstyp Nahrungsmangel. Ja, was wir machen, da ist halt im Moment nicht so wahnsinnig viel. Umherirren, ja, viel Spaß dabei. Da können wir auch nicht viel tun. Dekonstruktion an. Ne, ich will nicht den Boden dekonstruieren. Ich will einfach nur die zerlegen wir jetzt. So, das Ding haben wir gebaut. Und das müssten wir jetzt natürlich auch noch mit Energie versorgen. Und jetzt können wir hier sagen, nicht konfiguriert, der soll jetzt Gears bauen. Der soll aber gar keine, der soll Copper Wire bauen. Und davon bauen wir noch eins. Erstellen eine Kopie. Bauen wir dahin. Weiß jetzt auch nicht, wo wir hier Nahrung herbekommen. Dass der noch bei minus 200 Grad ist, ist auch ein bisschen hart. Da scheint nicht viel... Vielleicht müsste man da noch mit Belüftung was machen. Weil man da wahrscheinlich auch keine Wärme reingibt in diese anderen Räume. Wahrscheinlich müsste man hier überall so Belüftungssysteme bauen. Wie wir das hier irgendwo hatten. Hier, das ist ein Lüftungsschacht. Dass man dann warme Luft hier rüber fließen lässt. Das können wir mal testweise machen, wenn wir die dann überhaupt bauen können, weiß ich jetzt gar nicht. Türen, Böden. Hat Schaden genommen, ja. Türen, Wand. Also Belüftungsgedöns können wir gar nicht bauen. Reparieren, transportieren, hat Nahrungsmittelschaden. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Wer ist noch jemand aufgewacht? Okay. Was bist du für einer? Fähigkeiten, Konstruktion. Okay. Schiffssteuerung sind wir jetzt bei 60%. Mhm. Wir haben hier jetzt ein neues Ding fertig bekommen. Das hier ist auch fertig geworden. Das schließen wir entsprechend an. Da werden wir auch entsprechend Copper Wires bauen. Godzilla-Konstruktion Stufe auf 3 erhöht. Mhm. Ja, also Lüftungsschacht können wir da gar nicht bauen. Wahrscheinlich ist das hier noch eine Sache, was man zunächst erforschen müsste. Konstruktion. Eine erweiterte Konstruktion oder sowas. Man kann das hier auch suchen. Lüftung. Ja, genau, hier. Luftschleuse, Lüftungsschacht. Müsste man mit Science dann rüber forschen. Und wahrscheinlich würde man damit dann die Hitze und den Sauerstoff rübergeben können. Und ich fürchte, dass der hier jetzt verenden wird, weil der einfach verhungert. Aber wir haben halt sowieso
quasi keine Nahrung. Wir hätten hier Pflanzen, aber ich weiß nicht, ob die da was machen könnten. Weizen. Und da sagen wir Kaffee. Da können wir eine Eiche anpflanzen. Ja, wüsste nicht, wovon die sich hier ernähren würden. Also... Tja. Was wir natürlich machen könnten, wäre an den anderen kleinen Räumen noch so Luftgenerierungsdinger bauen oder so. Aber ich weiß nicht, inwiefern die sich die da klug genug anstellen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall diese Schiffssteuerungen auch gleich fertig. Und dann bauen wir hier so ein Control-Dingen hin. So, erforscht. Okay, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch Triebwerke, um da vielleicht ein bisschen schneller rumflitzen zu können. Da bräuchten wir erstmal wieder Festplattenplatz für. Dann bauen wir den auch. Festplattenplatz hier. So, wo hatten wir die? Da oben. Dann bauen wir noch hier ein paar mehr. Ich glaube, einer reicht schon. Und wir bauen jetzt eine Brücke, womit wir dann entsprechend ein Ziel angeben können, wo wir hinfliegen wollen. Zup, zup. Der ist zu weit weg. Der ist auch zu weit weg, aber der hier kann jetzt auch nicht mehr. So. Keine Forschung. Wir haben jetzt dieses Ding hier gebaut. Und starten den. Ja, Spajus ist gestorben. Der ist leider verhungert, aber ja, da ist halt das ist halt so. Dann werden wir jetzt hier mal die Brücke bauen. Wir haben ja hier auch so ein Raumschiff, so ein Shuttle, und das können wir dann benutzen, um den Planeten zu besuchen. Ich kann das mit den Vents einfach mal ausprobieren, noch wenn wir das mit dem Forschung, wenn wir das fertig haben, mit dem Antrieb, dass wir das danach ausprobieren. Aber es kann halt sein, dass das die Demo auch schon beendet. Aber an dem Punkt, wenn wir das hier haben, wäre dann sowieso schon nicht mehr so wahnsinnig viel. So. Aber das würde ich gerne noch ausprobieren. Dass man das ganze Raumschiff so ein bisschen begehbar hinbekommt. So, wir müssen natürlich dann auch hier unsere Triebwerke und so weiter anschließen. Wir können mal dekonstruieren und hier einfach unsere gesamten Triebwerke hier in diesem Bereich bauen. Dann bauen wir da noch einfach ein paar mehr hin. So. Naja, bauen wir den da hin. Eigentlich macht es da auch keinen großen Unterschied, was wir da hinsetzen. Da sind jetzt fast alle fertig. Die Brücke ist auch fertig. Die schließen wir jetzt an. Brückensteuerung ist verbunden. Jetzt können wir auf die Sternenkarte gehen. Wir sehen jetzt hier unser Raumschiff und wir sehen da Glasser. Wir sehen einen Stern. Nicht identifiziert. Dieses Weltraumobjekt ist nicht identifiziert. Du musst näher heran, um mehr Details zu erfahren. Und da werden wir jetzt hinfliegen, hierher reisen. Ship is currently not operational due to the following reasons. Engines offline.
Unpowered or disconnected. Ja, und das werden wir jetzt mal fixen. Sobald das Ding fertig ist, da werden wir jetzt das hier anschließen. Und das ist jetzt gepowert. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Hierher reisen. Ja. Und jetzt geht unser Schrott hier leider flöten. Wegtransportieren. Alles, was jetzt hier noch irgendwo rumfliegt, das geht dann verloren. Da kann ich jetzt gar nicht rechtsklicken. Transportieren. Das Coole ist jetzt hier, wenn die Sachen einfach nur auf das Schiff gehen, dann bleiben die da stecken. Also das ist schon ganz cool gemacht, finde ich. Da sind wir jetzt auf dem Weg. So, da ist noch was. Und dann gucken wir nochmal. Das Ding ist jetzt noch 1,7 Millionen Kilometer entfernt. Die nächste Forschung ist auch gleich fertig. Achso, dann bräuchten wir wahrscheinlich nochmal neue Festplatten. Bauen wir auch dahin. Man hört auch im Hintergrund den Motor rauschen. Was sind das? Ein Haustierbett. Sehr gut. Erforscht, Antrieb. Okay, dann werden wir auch gerade noch das mit dem Airvent ausprobieren. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Science, war das Science? Ja, und dann Atmosphärenkontrolle. Und dann bauen wir diese Luftschleuse. Mit Hilfe von Kraftfeldtechnologie verhindert, dass sich die Atmosphäre vermischt. Das Kraftfeld benötigt Elektrizität. Sauerstoffpumpe, Lüftungsschacht. Tauscht passiv ein wenig Atmosphäre aus. Eine Lüftungsöffnung reicht in der Regel nicht aus, um den Raum mit genügend Sauerstoff und Wärme aus einem angrenzenden Raum zu versorgen. Aha. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht auf nicht umschlossene Bereiche ohne Atmosphäre gerichtet sind. Und das ist ein anderer Lüftungsschacht. Brauchen aber dasselbe. Tauscht passiv ein wenig Atmosphäre aus Lüftungsöffnungen. Blablabla, stellen Sie. Scheint mir genau dasselbe zu sein, nur eine andere Farbe. Okay, wir forschen jetzt nicht genug Festplattenplatz. Okay, dann müssen wir erst noch die Festplatten hier fertig bauen. Übrigens werden, glaube ich, die Sachen nicht mehr verbrannt, sobald man einmal genügend Strom durch andere Sachen produziert. Dann wird da jetzt nicht unnötig einfach noch weiter verpulvert, sondern es wird dann intelligent auch auf. Batterie-Fehlfunktion, das ist nicht so dramatisch. So. Verbindung fehlgeschlagen, aber jetzt, das sollte schon reichen. Wir starten jetzt diese Forschung. Naja, der ist dann einmal ist seine Batterie kaputt, das geht aber dann automatisch wieder, dass er sich wieder auflädt. Nicht genug Copperwire, das sollte noch von vorher sein. Hier haben wir ja sogar Kupfer rumliegen. Forschung, Science, geht ja schnell. Und wir sind da auf dem Weg. Versuchen das dann gleich noch zu beschleunigen. Wir haben ja jetzt diese Triebwerke auch erforscht und die können wir jetzt eventuell auch noch weitere bauen. Ich nehme mal an, dass wir dann damit schneller fliegen. Wir können jetzt hier gucken, dass wir haben
Antriebsvektor 10 kW und ich nehme mal an, dass das dann mehr wird, wenn wir mehr von den Dingern bauen. Unsicherung, unsere Bedingungen zu heiß. Ach, die haben hier keine... Unbeschädigt. Umgebung. Temperatur minus irgendwas, okay. Das ist ja auch praktisch, die haben da was draufgelegt. Die können das da gar nicht bauen, weil das Ding direkt wegfliegt. Okay. Dann können die da wahrscheinlich jetzt erstmal nichts bauen. Hätte man das vorher noch hinsetzen müssen. All Materials. Oder wir deaktivieren das gerade mal. Ausschalten. Flug unmöglich. Du hast keine Treibwerke, die in der Lage wären, erforderlichen Distanzen zurück. Ja, okay. Das werden wir dann eben nachher da ändern. Sobald diese Dinger einmal gebaut sind. Aufgabe. Unsichere Bedingungen zu heiß. Es sollte sich aber gleich ändern. Ich weiß jetzt allerdings nichts. Ah, okay. Der kann das bauen anscheinend. Und hier werden jetzt die Sachen auch hingebracht. Mhm. Bauen wir den auch? Jaguar Bob macht das schon. Und dann sollten wir jetzt einen Antriebsvektor von 30 haben. Also den schalten wir jetzt wieder ein. Und dann gehen wir wieder zurück auf die Sternenkarte und hierher reisen. Und jetzt haben wir einen Antriebsvektor von 30. Ja, jetzt sollten wir entsprechend schneller dahin düsen. Wunderbar. Forschung Science 75. Wenig Energie. Notfalllandung abgeschlossen. Achso, Aufladung. Ja, okay. Baue mehr Ladestationen. Das ist einfach nur durch dieses Event. Das kann man ignorieren. Ich werde dieses Mal nicht dieses Shuttle zum Boden schicken. Ich glaube, in dem Moment ist das dann auch vorbei, wenn man das losschickt. Ich will mal gucken, ob man mit dem, wenn man auf dem Planet immer weiter zufliegt, ob man dann irgendwas da machen kann. Sternenkarte. Hierher reisen, nicht infiziert. Ist näher an Details zu erfahren. Ja, okay. Forschung Science, da können wir dann mal diesen Austausch probieren und gucken, dass wir hier, was weiß ich, sagen wir einfach mal, Forschung öffnen. Da müssen wir das hier aber auch noch forschen. Nicht genug, okay, das müssen wir wieder forschen. Zusammen, okay, dann nochmal den, dann sollte das schon wieder passen. Okay, ne, reicht immer noch nicht. Okay, dann halt. Und da haben wir hier oben noch Festplatten, die angeschlossen werden können. Was ist das? Ein CPU-Modul. Nee, okay. Eine Kopie. Dann bauen wir hier eben noch zwei hin.
fertig gebaut. Das ist aber hier aus der Reichweite. Wir sind in der Nähe eines Planeten. Du startest mit deinem Shuttle eine Bergbauexpedition. Ja, müssen wir aber nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn man nichts macht. Ob man dem Planeten immer näher kommt und dann noch irgendwas, welche anderen Optionen bekommt. Wenn wir jetzt hier Expeditionen starten. Mal gucken, ob wir den irgendwie identifizieren können. Ich weiß, dass es hier bei in der Forschung auch noch Sachen gibt mit, hier können wir jetzt starten. Da gab es jetzt hier Kommunikation, Funktionalitäten des Radars durch zusätzliche Kommunikationsoptionen, aber das können wir halt nicht machen. Wir haben Radar, gehen präventiv vor angegriffenen Körpern, das ist glaube ich aber auch was anderes. Teleskop, to find potentially habitable planet that we could terraform into a new home for a colony. Das ist ja auch interessant. Naja. Ich nehme mal an, dass das mit dieser Expedition schon das einzige ist, was wir da machen könnten. Da können wir jetzt auch den Planeten sehen. Mal gucken, ob der irgendwann sagt, wir sind angekommen und da machen wir jetzt nichts mehr weiter. Wir sind angekommen. Diese Reihe, sie dauerte, bla bla. Okay. Naja, okay. Dann müssten wir jetzt die Expedition starten. Dann mache ich das jetzt und das würde dann auch die Demo hier beenden. Also wir machen jetzt die Expedition, da gibt es hier so ein Expeditionsmenü. Dann sagen wir Planet anfliegen. Und jetzt können wir eine Crew aussuchen. Wir sagen hier, dass diese Typen halt mit reinkommen sollen. Wir können halt sagen, ja, hier, du sollst hinzukommen. Aber ist nur bergbaurelevant. Tolle Neuigkeiten. Wir haben eine Asteroidenkollision vermieden. Ja, schönen Dank. Nehmen wir den dazu. Jetzt haben wir 4 Leute. Die haben alle Bergbau. Jetzt sagen wir Expedition starten. Und jetzt wird dieses Schiff. Also werden die zum Schiff laufen, fahren. Und dann wird das abheben. Und zu dem Planeten düsen. Und das fliegt jetzt runter. Und das scheint jetzt auch richtig zu funktionieren. Beim letzten Mal, als ich das probiert hatte, da hat er rumgeflackert. Jetzt habe ich natürlich die Atmosphärenkontrolle noch nicht gemacht. Erforschen, Tukapel. Ja, erforschen, da passiert aber eben nicht viel. Doch, sind wir auf dem Weg. Ne, abbrechen, Bergbau Uran. Okay. Uran gesammelt. Lager. Mhm. Okay, anscheinend ist das nicht zu beenden. Beim letzten Mal ist das dann einfach zu Ende gewesen, als bald die da oder da angekommen sind. Aber vielleicht ist irgendwas anderes passiert, was das dann beendet hatte. Naja gut, dann probieren wir das mit der Atmosphärenkontrolle auch noch aus. Bergbau Uran. Lager. Keine Ahnung, was. Vielleicht ist die Gesamtkapazität, die die da haben. Derzeitige Expedition. Tukapel. Ist irgendwas auf dem Weg? Opal Thompson, ein Händler. Jemand hat gerade versucht, mit unserem Schiff zu kommunizieren, aber das Kommunikationsgerät war nicht verfügbar oder nicht eingeschaltet. Ah ja, cool. Okay. The Great Jackpot. Ja, ich wollte eigentlich hier Glasser. Atmosphärenkontrolle. Okay. The Great Jackpot, das ist unser Schiff. Das müssen wir doch identifizieren können. Naja. Na gut. Ja. Forschung.
Dann werden wir mal Kommunikation, können wir einen Kommunikator machen, aber das ist halt noch nicht implementiert. Das steht ja da. Festplattenmodul. Wir können hier auch weiter forschen und die Toiletten und so weiter bauen. Das beendet das Ganze aber dann auch sehr schnell. Wir werden jetzt mal gerade eben diesen Austausch da noch austesten, indem wir da diese Vents, ja, Atmosphärekontrolle, ne, ist das, wahrscheinlich ist das in den Wänden, ja, Lüftungsschacht, bauen wir jetzt hier mal Lüftungsschächte rein und dann gucken wir mal, ob wir den Raum irgendwie hinbekommen, dass der aufgehitzt wird und Sauerstoff bekommt. Machen wir hier auch noch was rein. Ja, na okay, machen wir direkt ein paar mehr, damit wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Weil im Moment ist es ja so, dass wir hier Sauerstoff haben und hier Sauerstoff haben, aber hier ist, naja, ist jetzt schon ein bisschen was, aber nicht wahnsinnig viel. Und mal gucken, wahrscheinlich weil die da oft durch die Tür geflitzt sind. Und sobald diese Dinger da gebaut sind, sollte das ja dann, nicht genug Gears. Jetzt können wir ja aber hingehen und die umstellen, diese Produktionsteile, und können da sagen, dass die Gears bauen sollen. Moment, wenn ich die richtig angewählt bekomme. Also wenn man einmal draufklickt, dann sollte man das Ding anvisiert bekommen. Wenn man nochmal draufklickt, sollte man den Boden anvisieren. Wir machen hier keinen Copper Wire mehr, sondern Produktion einstellen. Und der macht jetzt stattdessen Gears erstellen. So. Ja. Und das machen wir jetzt bei dem auch noch. Copper Wire. Einstellen. Gears. So. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier zusammen friemeln. Reaktoreffizienzmodul. Keine Ahnung, wie man das benutzen kann. Zu Lagereinheit transportieren. Keine kompatible Lagereinheit. Naja, okay. Fehlende Materialien. Mhm. Ich mache jetzt gezielt noch keine Forschung, weil es kann halt mit der Forschung dann sein, dass es dass die Demo zu Ende ist. Und ich würde das jetzt noch gerne ausprobieren. Diese Gears, die dauern hier anscheinend ein bisschen, oder? Gears 21%. Oh ja, das dauert eine ganze Weile anscheinend. Hört sich ein bisschen so an, als wenn die gedruckt werden. Vielleicht ist es das auch. Der hat ein Bettchen. Also das, die Optik hier, die erinnert schon sehr stark an RimWorld. Was macht denn unsere Expedition? Expeditionen, Details, Tukapel, Lager, Uran. Ja. Okay. Hätten wir denn vielleicht noch irgendwas anderes, was wir mal austesten könnten, was irgendwie da Sinn machen würde? Ah ja, ja, damit würde automatisch... würden die Energie sich automatisch verbinden. Mhm. Brauchen wir jetzt aber auch nicht testen. Hat Nahrungsmittelschaden genommen.
Ja, Nahrung haben wir halt jetzt nicht. Die Gersten haben wir noch nicht gebaut. Transistor haben wir zumindest keine Warnmeldung für. Also nehme ich mal an, dass da nichts fehlt und die es einfach noch nicht transportiert haben. Ansonsten haben wir jetzt hier, ja gut, wir könnten noch einen Teleporter bauen. Das Teleportation von verschiedenen Gegenständen, sogar Lebewesen aus nächster Nähe ermöglicht. Wüsste ich jetzt nicht, was das bringen sollte. Ein FTL-Drive, da braucht man eine Konstruktion von 10 für. Das kann man halt sowieso nicht machen. Wir könnten einen Kühlschrank, eine Heizung bauen, Kühlkörper. Terraforming. Konstruktion 6, aber ja. Damit können wir einen Ozean bauen. Energieabgabe 3000. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen... Braucht man einen guten Kühler für. Übertaktung, CPU. Ja, Kaffee, Autodock, Klonen. Klonpot. Autoküche. Überlebensmahlzeit können wir hiermit. Schmeckt wie ein... betreibst keine Forschung, ja. Ein gebrauchter Schwang, aber hey, es sind Nährstoffe. Wird gefertigt in der Autoküche. Aber hey, ja. Protein 1. Ah, Incoming Breach. Das ist nochmal interessant. Da kommen jetzt böse Gegner, die wollen uns platt machen. Mal gucken, ob die das... ob die das schaffen. Wir können auch unsere Expedition mal... zurückrufen. Wobei, nee, das kriegen mal unsere Leute schon hin. Die werden die einfach mit der Faust kaputt schlagen. Gucken wir mal. Bams. Ja, da ist jetzt ein kleiner Roboter. Secret. Okay, der fährt weg. Und da sind unsere Drohnen am Kämpfen. Und da sind sie abgehauen. Ja, okay. Aha. Mehr Reparaturstationen. Okay. Wand. Die machen wir wieder zu. Und dann können wir auch sagen, hier reparieren. Wo bleiben denn die Gears? Ach so, das haben wir jetzt schon, aber unsere Leute sind ja auf Expedition, die das... Oh, Jennifer ist verendet. Okay. Die bauen können, die sind wahrscheinlich ja alle auf Abwägen. Fähigkeiten, Konstruktion 3 von 9. Okay, wie viel brauchen wir denn hier, um das bauen zu können? Das sollte doch eigentlich auch von dem machbar sein. Konstruktion 1, ja, komm, musst du hinbekommen. Also hier die Teile haben sie schon gebaut. Dann werden wir das hier mal verbinden. Und dann gucken wir mal, ob wir da dann den... Ah, das ist auch fertig. Erforschen, Bergbau, Lithium. Vielleicht sind die da wirklich auch irgendwas am Erforschen, aber das sieht eigentlich eher danach aus, als wenn die da nur Ressourcen sammeln sind. Das ist ein Futternapf. Da können wir sagen, ja, Protein. So, wie sieht's jetzt aus mit der Temperatur? Ne, wieso wird mir da nichts mehr angezeigt? Ah, Luftdichtheit, Isolierung, Temperatur. Hier ist aber kalt. Hier ist es 7 Grad. 30 Grad. Minus 200.
Ja, das ist nicht so gut. Und wie steht es mit dem Sauerstoff? Da ist Sauerstoff. Hier ist nix. Da mal 5%. Hm. Vielleicht braucht man noch fettere Heizungen. Verbraucht Strom. Heizung 21 Grad. Können wir das auf 30 Grad erhöhen? Aha. Machen wir mal. Ja, wir machen halt diese Forschung dafür auch noch. Machen wir mal eine Heizung. Oder machen wir erstmal die Küche hier. Erforschen wir das jetzt einfach mal. Starte eine Forschung. Ja, ja, Biotechnologie. Ah ja, und damit ist die Demo auch zu Ende. Ich weiß jetzt nicht genau, was das getriggert hat, aber ja, damit war es das. Hier steht jetzt, you can play a new game up to 2 hours, 12 unlocked research items, 15 beings in your colony. Wir hatten aber keines davon erreicht, also weiß ich nicht genau, was das getriggert hat. Aber ich denke, ihr habt eine ganz gute Übersicht bekommen, wie das Spiel hier aussieht. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, was hier sonst noch kommen sollte. Ist natürlich trotzdem so eine Sache. Early Access bin ich eigentlich nicht so der Freund. Und 5 Jahre warten ist natürlich jetzt auch ein bisschen viel. Wer weiß, was in 5 Jahren ist. Aber das Spiel macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Wesentlich besser als bei Space Base DF9. Wie gesagt, da könnt ihr euch gerne mal mein Let's Play und ein Review zu angucken. Und das gleiche gilt auch für RimWorld. Das Let's Play war wirklich super gut, würde ich sagen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr spannend, bis zum Ende, über 100 Stunden, glaube ich. Und da könnt ihr auch mal gerne das Review reinschauen. Also RimWorld ist auf jeden Fall ein sehr ähnliches Spiel wie das hier, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde. Also das Spiel hier stammt von Kodo, nicht Ninja, aber so ähnlich. Ja, weiß ich auch gar nicht, wie man das ausspricht. Jedenfalls die, ne? Das Spiel, ich schalte hier einfach nochmal um auf die Seite von denen, wo man das dann sehen kann. Also Kodo Ninja. Das Spiel soll am 15.09.2022 in Early Access gehen. Wenn ihr die Alpha-Demo euch runterladen wollt, dann schaut auf GOG vorbei. Da könnt ihr sie kostenlos ziehen. Und das soll es dann soweit hierzu auch gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sag damit auch erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Dum, 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 dum. Jetzt ist aber Schluss.